Hallo, hier ist mal wieder der Mike, euer angeblicher Terrorist, und ich zeige euch heute, wie ihr euer iPhone sicher macht. Das iPhone ist an sich ein sicheres Handy. Ihr müsst dazu aber einige Einstellungen vornehmen, die ihr höchstwahrscheinlich nicht kennt. Ansonsten ist das iPhone offen wie ein Scheunentor und dann auch verwundbar gegen den Bundestrojaner. Und ich hatte euch ja vor ein paar Wochen schon mal gezeigt, wie man ein Android-Handy sicher macht. Das Video ist aber von YouTube gelöscht worden. Und wir wollen hoffen, dass dieses Video jetzt nicht gelöscht wird. So, wir fangen mal an. Bevor ihr am Handy irgendwelche Änderungen vornehmt, solltet ihr ein Backup machen. Das nur ganz kurz erklärt. Ihr schließt das iPhone also an iTunes an mit eurem Datenkabel. Und dort, wo der rote Pfeil ist, da klickt ihr drauf, da sollte dann euer Handy erscheinen. Und dann geht ihr auf Übersicht und dann auf Sichern. Und zwar, ihr sichert das mal auf euren Computer. Und dazu muss angeklickt werden, iPhone Backup verschlüsseln, sonst passiert nichts. Ja? Ihr gebt also ein Passwort ein und klickt auf Jetzt sichern und dann wird euer iPhone gesichert. Ja, ihr seht das hier oben an dem Balken im oberen Teil des Bildschirms, der sich dann bewegt. Ja, das iPhone meldet sich dann, wenn ihr die Sicherung abgeschlossen habt. Und dann wollt ihr am besten ein neues Betriebssystem draufspielen, weil wenn die Geheimdienste einmal in euer Handy gekommen sind, haben die Viren draufgespielt und dann nützen euch die ganzen Einstellungen, von denen ich jetzt rede, auch nichts. Ja, ihr drückt also den Home-Button und den Ausknopf gleichzeitig, so lange bis das Apple-Logo kommt und dann lasst ihr den Aus-Einknopf los und haltet den Home-Knopf weiter gedrückt für 2-3 Sekunden und dann seht ihr dieses Zeichen. Ja, das heißt, dass sich iPhone jetzt im Wartungszustand befindet und mit iTunes verbunden werden möchte. Und wenn ihr das dann macht, dann sagt iTunes hat ein iPhone im Wartungszustand erkannt. Du musst das iPhone wiederherstellen, bevor du es mit iTunes verwenden kannst. Ne? Und dann klickt ihr auf OK und unten dann auf iPhone wiederherstellen. Und das iPhone lädt dann die neueste Software runter, installiert die Software und danach geht ihr wieder auf den Pfeil vom Handy und dann auf Übersicht und Backup wiederherstellen. Ja? So, jetzt werden alle eure Fotos und Dateien, Musik und so weiter wieder auf euer iPhone draufgespielt, bis auf die Apps. Die Apps, die werden jetzt neu installiert und dazu sollte der WLAN aktiviert sein. Ja? So, jetzt eine ganz wichtige Sache. Während euer iPhone die Apps runterlädt, kommt, sobald ihr die SIM-Karte eingelegt habt, die Frage, Update der Netzbetreibereinstellungen. Es sind neue Einstellungen verfügbar. Die kommen nicht von eurem Betreiber, sondern die kommen von Geheimdiensten oder vom Staatsschutz. Ja? Und nicht aktualisieren, das ist ganz wichtig. Ja? Ihr drückt einfach auf Später. Diese Frage wird euch im Lauf jedes Tages 2 oder 3 Mal gestellt, wenn ihr auf Aktualisieren klickt, dann durchläuft euer Datenempfang und euer Handyempfang eine Proxy vom Staatsschutz und von Geheimdiensten und das wollt ihr nicht. Ihr wollt, dass ihr direkt mit eurem Netzbetreiber verbunden seid, also müsst ihr immer wieder auf Später klicken, ne? Eine zweite wichtige Sache, ihr solltet schnell auf Einstellungen, iTunes und App Store gehen und automatische Downloads abstellen. Ja? Sonst werden die neu installierten Apps, die ihr jetzt frisch vom iTunes Store runtergeladen werden, später von Geheimdiensten oder dem Staatsschutz ausgetauscht gegen welche, die nicht richtig funktionieren. Und das wollt ihr ja nicht. Ne? Also Einstellungen, iTunes und App Store unbedingt Updates ausstellen. Das ist ganz wichtig und auch die Apps ausstellen. Dann kann euch in dieser Hinsicht nicht viel passieren. Ja? So, jetzt ganz wichtig, die erste Seite, also wenn ihr den Home-Button drückt, dann kommt ihr auf die erste Seite,
wo die ganzen Apps drauf sind. Und da solltet ihr keine wichtigen Apps drauf spielen. Das heißt, hinstellen. Ihr könnt die ja verschieben. Denn die erste Seite ist von Apple aus, vom iOS aus, für Geheimdienste ersichtlich. Ja? Das heißt, ihr macht alle wichtigen Apps, die ihr braucht, auf die zweite Seite drauf, so wie ihr das hier seht. Das ist die erste Seite, da ist nur Käse drauf. Und die wichtigen Apps, die ihr gerne im Überblick behalten möchtet, die solltet ihr auf die zweite Seite machen. Ja? So, jetzt ganz wichtig. Ihr habt alle Apps jetzt installiert, die sind auf eurem iPhone drauf und da solltet ihr jede App einmal aufmachen, weil jede App möchte was anderes. Zum Beispiel hier Prisma möchte gerne auf die Fotos zugreifen. Das müsst ihr jetzt erlauben, weil später verbieten wir das dann. Ja? Und dann solltet ihr die Navigation aufmachen. Die wird fragen, ob ihr die Standortdienste benutzen dürft und so weiter und so fort. Also jede App einmal kurz auf und zu machen, ja, und dabei der App die Sachen erlauben, die für euch wichtig sind. Ja, wenn ihr zum Beispiel eine App habt, um Audio aufzunehmen, dann möchtet ihr auf euer Mikrofon zurückgreifen. Wenn ihr eine App habt, die an eure Fotos ran will, dann könnt ihr das erlauben. Ja, so, es geht weiter. Jetzt kommen wir zu der eigentlichen Einstellung, wie ihr euer iPhone sicher macht. Ja, ihr geht also auf Einstellungen, Allgemein und dann auf Einschränkungen. Die meisten von euch haben noch nie nachgeschaut, was das ist. Aber mit diesen Einstellungen der Einschränkung könnt ihr alles verbieten, was irgendwie Änderungen an eurem Handy zulässt. Ja, so, und wir klicken jetzt auf Ein und da wird erstmal ein Einschränkungscode nachgefragt, den könnt ihr jetzt eingeben. Und wenn ihr das gemacht habt, dann müsst ihr diesen Code erneut eingeben und ihr kommt dann an die Einschränkung. So, und dort, wo hier ein grüner Balken ist, das ist eine Einschränkung. Das heißt, an Safari kann nichts geändert werden von anderen Leuten. Ja, und das ist ganz wichtig. Und ihr stellt das alles so ein, wie ihr es seht. Bis runter zu iBook Store. Ja, dann geht es weiter nach unten. Und er stellt dir auch alles ein, bloß In-App-Käufe. Das müsst ihr ausschalten, weil sonst werden neu installierte Apps auf eurem Home-Bildschirm überhaupt nicht angezeigt. Das ist ganz wichtig. Ja, aber auch Apps installieren oder Apps löschen. Das ist ganz wichtig, dass ihr einen grünen Balken dort seht. Weil das bedeutet, es kann niemand auf eurem iPhone irgendwelche Apps installieren oder Software installieren, die andere Apps unbrauchbar macht. Ne? So, und jetzt geht's weiter nach unten und da kommen die Altersfreigaben und so weiter. Da stellt ihr mal ein, wie ihr das wollt. Ja? Und dann kommen wir zum Datenschutz und dann kommen die ganz wichtigen Sachen, also Ortungsdienste, Kontakte, wer darauf zugreifen kann. Und ihr habt ja schon vorher die Erlaubnis erteilt, dass bestimmte Programme, zum Beispiel Fotoprogramme, auf eure Fotos zugreifen dürfen. Und ganz wichtig jetzt, ihr stellt bei allen diesen Einschränkungen Änderungen nicht zulassen ein. Ja, egal was das ist. Ihr habt alles bereits eingestellt. Hier unten seht ihr zum Beispiel die Apps, die auf Fotos zugreifen dürfen. Und danach macht ihr Änderungen nicht zulassen. Das bedeutet, niemand kann euch in der Galerie Fotos löschen und so weiter und so fort. Ja? So, und selbstverständlich macht ihr das bei Kontakte und bei allen anderen Sachen auch, die ihr seht, ja, von Ortungsdienste bis runter zu Accounts. Das ist auch ganz wichtig. Euren Account wollt ihr sicher machen. Ihr wollt nicht, dass eine andere Person in euer Handy einloggt. Ja? Deshalb überall muss stehen, Änderungen nicht zulassen. Und dann ist euer iPhone super sicher. Ja? So, das war's. Ihr habt jetzt ein sicheres iPhone und tut mir leid, dass es 11 Minuten gedauert hat. Aber ihr könnt mal rechnen, dass das 1,5 Stunden dauert. Falls euer iPhone Probleme macht, unbedingt, wie ich euch das geraten habe, neue Software aufspielen
und vorher ein Backup machen. Wenn ihr ansonsten keine Probleme mit eurem iPhone habt, dann macht ihr das mit den Einschränkungen so, wie ich euch das gesagt habe. Und ganz wichtig, automatische Updates auch noch abstellen. So, das war für heute mal wieder der Mike, euer angeblicher Terrorist. Und ich hoffe, dass diesmal YouTube bei 70.000 Views das Video nicht löscht, wie das bei dem letzten Video über die Android-Handys geschehen ist. Das war's für heute, euer angeblicher Terrorist. Tschüss und einen schönen Tag noch.